Zwei Loader. Attention!
Oops. Oh Mann, ich hatte einen Schuss.
Sio, moin. Ja, sehr gut schlafen kann. Und du? Na, guck mal, es ist 6 Uhr gleich. Ja. Ordentlich geschlafen. Und du? Habe ich schon gefragt. Wo ist denn der? Oh, es regnet in Köln. Wie geil. Mir wird sofort kühler. I see. Oh. So geht es.
Frickin Aimbots. So, wie viele Leute sind wir denn? Fünf oder was? Ach du Scheiße, und zwei sind schon raus, da sind aber schon drei raus. Okay.
Okay. Schnell genug ist er ja, ich brauche mehr. Mehr Frischluft. Kennt ihr das? Bier. So, hier gilt es, einmal den gegnerischen roten Punkt zu erobern, beziehungsweise den eigenen blauen zu verteidigen. Genau. So, da komme ich leider nicht hoch, glaube ich. Ja, hier komme ich nicht hoch. Woanders? Auch nicht.
hatte von zwei Seiten und draußen wird schon wieder gegrillt, ich kriege eine Krise. Autsch. Kollege fährt da rüber, da fahre ich mal mit. Ich sehe da aber nichts. Näher ran, du musst. Gerade einer auf mich geschossen, oder?
Da stehen die alle. Lucky Jack is here.
lenke die halt jetzt ab. Und wir haben gewonnen. Ja, was soll ich sagen? So. Das klingt doch gut. Neu machen. Stalingrad. Eine Million Fehlermeldungen. Nicht verstanden, was los ist. Webserver kackt immer wieder ab. Neu aufsetzen. Würde ich machen. Und ich habe keine Ahnung davon. Aber eine Fehlersuche zu einem Fehler, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt. Kleiner Blitzer. Oh Mann, du gehst da nicht immer zu.
What? This down.
Editje. So, wer war das? Der war das. Der hat den Kill gemacht. Durch den Badge. Fenster auf. Nämlich richtig schön Durchzug, wenn das Fenster auf ist. Na gut, und quengelnde Kids. Aber hey, wir haben Pandemie, ne? Geht es mir heute? Ausgeschlafen. Ich werde noch mal raus müssen einkaufen, um Nudelsalat zu machen. Ich bin allein. Entspannt. Entspannt. Heute hätte ich die 6.000 Euro zahlen sollen. Habe ich nicht. How? How?
Oder lange geschlafen. Locker 12 Stunden. Danke. Ich weiß auch nicht, kann man wegen sowas ins Gefängnis kommen? Wie war denn dein Gewitter? Auch nicht. Kriegen wir raus. Kriegen wir raus. Waren wir hier nicht gerade schon mal? Jetzt treffe ich wieder keine Bäume.
Aimbots. Nein. Und dann das Fenster raus, den Vermieter. Nein. So ist sie sauer. Das ist richtig, René. Moin. Man sollte auch kein Cabrio fahren in Sibirien. In der Kälte. Na, die Sonne scheint wenigstens. Muss mal meinen Monitor sauber machen. Ich habe so viele Ziele, die ich wegballern könnte, wenn es welche wären. Ich hatte auch mal ein Angebot, in einem Haus zu wohnen und das quasi so zu, wie sagt man, zu haussitten.
Boah. Und den Pool zu pflegen. Da war doch ein Flieger, oder nicht? Einige unterwegs hier. Und wieder der Doof. Kam nicht dazu. Es kam nicht dazu. Ich wäre potenziell interessiert gewesen. Ich meine, fette Bude und dann auch noch dafür bezahlt zu werden. Für sie wohnen. Oh nein!
Fünf noch. Ich hatte mal in Wacken eine Band. Die waren nicht in Hamburg untergebracht in einem Hotel, sondern irgendwo da um Land. Und in der Nähe von Itzehoe oder Wacken. Aber Richtung Meer. Und so in der Richtung sollte das auch sein mit dem Haus. Und dann sind wir da hingefahren und durch einen Ort durch und da hingen da überall so schwarz-weiß-rote Flaggen in den Gärten. So richtige so Flaggenpole, Poles, Flagpoles. Und da fragt mich einer von denen, ein Ami, ob sie da in Ostdeutschland wären. Das fand ich so geil. Ich meine, es war irgendwann in den 90ern, weißt du, die hatten das wahrscheinlich, die hatten nicht mal den Fall der Mauer mitbekommen, geschweige denn irgendwas anderes. Fand es ein bisschen schade, weil. So Musiker, gerade so große Musiker, die viel unterwegs sind, eigentlich schon ein bisschen gebildeter sind als der normale amerikanische White Trash. Ja, aber sah echt so aus. Überall nur so deutsche Reichsflaggen. Und es war, ja, 2000 rum, ne? Kurz nach 2000. Ich habe da noch so viel Klamotten, T-Shirts, Jacken, da steht natürlich überall mein Name drauf. Steph hat immer so den Vornamen draufstehen und hinten dann halt fett irgendwie Wacken sowieso. Und dann halt eigentlich nur interessant für jemanden, der auch den Namen hat. Ja, wenn du aus dem Fenster guckst, dann stimmt das auch gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Die 40er sind, die 80er sind gar nicht vorbei. Komm doch mal da weg. Also, ich sag ja gern, wenn ich aus dem Fenster gucke, haben wir immer noch die 80er. Keine fliegenden Städte, keine fliegenden Autos. Nix.
Keine Hoverboards. Sehe nichts. Baby. Ich treffe nicht mal diese Kackbäume aus. Da, und jetzt habe ich keinen. Kann ich schießen? Ist down, oder? Oder ist das unser Mann? Mit dem kann ich mich kaum hier verstecken. Na, ich habe mal. Ja, habe ich auch gelesen. Haben mal neutralisiert, besser als nichts.
Das mit den Tiefkühlhähnchen habe ich auch gelesen, ja. Dann, wer war denn noch Idiot des Tages? Sheriff Billy Morris aus Florida, der eine halbe Stunde mit Lying Donald, nenne ich den jetzt immer, telefonierte vorgestern und dann seine Deputies, seine Mitarbeiter anwies, keine Maske mehr zu tragen. Hab dann auf deren Facebook-Seite, war ich aber nicht der Einzige, da sind ungefähr 2.500 Kommentare, was für ein Arschloch er doch wäre. Und hätte er nicht ein Eid geschworen, to serve and protect. Und er schrieb dann für all die Leute, die sagen, in der Washington Post im Interview, all die Leute, die sagen, Masken würden schützen, da würde er genauso viel kennen, die sagen, nee, Masken würden nicht schützen. Habe ich da mal doof gefragt, ob er die Liste auch von Lying Donald bekommen hätte. Ich nenne den, der hat doch immer, der hat doch so ein Ding, andere Leute mit irgendwelchen Schimpfnamen, sagt man das so? Ja, Zero, wissen wir doch. Aber Lying Donald verlässt sich ja eher auf Leute, die Astralsex empfehlen und sowas. Astralsex finde ich auch gut, da musst du nachher nicht so, musst du nicht ständig die Bettwäsche wechseln, obwohl das sollte man öfter. Trotzdem. Öfter machen.
Kratze googelt, willst du jetzt wissen, was Astralsex ist? Hat Lying Donald irgendwas retweetet. Meinte dann, ich kenne die Frau nicht, aber was sie sagt, klingt sehr gut, weil sie nämlich auch dieses Hydrochloxarin empfahl als Heilmittel gegen Covid. Und er selber hat es ja angeblich auch 2 Wochen lang genommen. Ich glaube, das hat ihm so erst recht ins Hirn geschissen. Wenn das, was davon noch rüber ist. Wenn das, was davon noch über ist. Jetzt will er die Wahl verhindern, indem er die Post boykottiert. Da werden ein paar hundert Sortiermaschinen wurden abgebaut, amerikaweit. Ein Staat hat ihn verklagt aufgrund der Aussage, dass das zu Wahlbetrug führen könnte. Und bis morgen, oder wahrscheinlich heute, das war gestern, bis heute hat er Zeit, Beispiele steht ja schon bei uns auf der Seite. Bis heute hat er Zeit, ein Beispiel, also seine Regierung, ein Beispiel zu geben, das dagegen sprechen könnte, die Wahlen per Briefwahl durchzuführen. Aber es gibt halt auch zig Szenarien für den Fall, dass eine Briefwahl durchgeführt würde. Ja, wie lange es dann zum Beispiel dauert, das Ergebnis zu bekommen. Auf jeden Fall nicht am Wahlabend. Und so lange würde Lying Donald dann im Weißen Haus sitzen bleiben dürfen. Die werden den da eh raustragen müssen. Der wird er da nicht freiwillig rausgehen. Das ist seine Wohnung. Neben den anderen Golfclubs.
Ah, ist eigentlich recht einfach. Nach Obama. Konnte das nur so ein White Trash-Typ sein? Weil diese Geschichte mit der weißen Vorherrschaft, das ist ja schon, das ist ja einfach, ja, weil dieser White Trash, der es nicht ertragen konnte, dass ein Schwarzer Präsident wird. Und da muss er echt, da muss jetzt ganz zurückgehen an den Anfang der Gründung von Amerika. Das, die auserwählte Nation. Ja. Ich wundere mich, dass Trump das überlebt. Das sind die Auserwählten, das sind die Auserwählten Gottes. Das ist die heilige Nation unter Gott. Ja, und das vor allem, allen. Und das gibt dieser ganzen, diesem ganzen White Trash überhaupt seine, wie sagt man das? Ja, seine, nicht Bestätigung, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Legitimation und die Macht ist ein Symptom, nicht die Ursache. Eine Folge. So, und da, das war das Unerträgliche an Obama. Das war das Allerschlimmste. Und eine Frau als, weiß ja, erst einen Schwarzen und dann als nächste Wahl eine Frau ging gar nicht. Zumindest nicht bei dem White Trash. Bei den Schwarzen hatte Clinton kein Problem.
kann ich auch, Junge, kann ich auch. Wo ist er hin? Nein! Ja. Das auch. Was? Da war es aber vorher nicht dabei, als wir in Köln unterwegs waren, in strömendem Regen. Muss ja, warum kann ich hier nicht claimen?
Ach, schade. Da warst du nicht da, aber es hat ja schon so oft geregnet, Sebo. Neblig hatten wir 159. Wieso haben wir denn Nachtsichtgeräte gelernt? Schnee gibt es ständig. Na, Hitze kann man jetzt nicht so gut sehen. Yeah, baby! Yeah. Als hol den Mann da nicht aus dem Lurk. Zero, vielen Dank. Weiß ich nicht. Und Glückwunsch, Herr Disco. Und moin. Jetzt wurde ich schon enttarnt wurdest. Ja, ausgezahlt wird immer bei $100. Und zwar bis zum 15. Aber jetzt habe ich vorhin, gestern hatte ich geguckt. Mittlerweile gibt es so eine Auszahlungsübersicht. Also bisher wurde dreimal was ausgezahlt. Wenn man überlegt, 10, 11, 12 Monate alte Abos, die es da schon gibt. Das heißt, und Bits und Cheers und weiß ich nicht. Und Werbung, nicht zu vergessen. All das zusammen hat bisher etwa $300 gebracht. In 2 Jahren. Naja, ehrlich, konkret, ich glaube, September letzten Jahres habe ich das Affiliate angemeldet. In einem Jahr $300. Nee. Da hat allein Kratze, hat da schon, keine Ahnung, wie viel mehr bestimmt Kratzer. Das wollte ich morgen mal machen. Samstags habe ich jetzt zum Arbeitstag deklariert. Wie viel haben wir denn noch? 3. So, eins nach dem anderen. Bitcoins farmen würde mehr rausbringen. Sendeplan verstößt gegen die Auflagen für den Rundfunk-Dingens.
Und das hat Amazon eingeführt. Im Grunde kannst du von den rückwirkenden Sendungen, die dir ja in dem Sendeplan jetzt nachsehen kannst, den Steam Twitch da veröffentlicht, kannst du im Grunde auf die kommenden schließen. Meinst du? Jetzt hätte ich beinahe gesagt, ja, dann müsste ich aber auch immer da sein und pünktlich und so. Nicht, dass ich irgendwo anders wäre. Bist du dir sicher? Ja, dann stream doch selber. Also, ich weiß, es ist gut gemeint, aber Und weil die von 20 bis 24 oder weil die tausende Zuschauer haben, können die sich das auch dann wohl erlauben, neben dem Job. Tust du hier aber oft. Eben zur Disco, das wäre mein nächstes Argument gewesen. Was ist denn, wenn ich sage, ich streame jetzt immer um 8, aber um 8 habe ich keinen Bock? Warum soll ich dann streamen? Ich streame, wenn ich Bock habe. Wenn das jetzt so ist, dass ich irgendwie einen anderen Job hätte und komme halt um 7 nach Hause und freue mich dann irgendwann drauf, um 8 streamen zu können, weil ich es halt vorher gar nicht konnte, oder spielen zu können und zu streamen und tausende von Zuschauern zu haben, dann ja, wahrscheinlich schon. Aber jetzt habe ich auch noch nie eine Arbeit gehabt, wo ich um 8 Uhr antanzen musste oder um 5 Uhr gehen musste, weil ich immer nur gearbeitet habe, wie es mir Spaß machte. Und das war halt dann, wenn ich wach war. Das ist eigentlich so meine Arbeitsmoral, wenn man so will. Das stimmt. Indeed. Und warum hast du wieder aufgehört? Weil du am Sack bist. Allied forces.
Wie ich den treffe. Hey. Das ist dann wieder mein Problem von Natur aus. Was macht der Grüne da? Ist er denn verrückt? Milchbaum. Guck mal, die größten Streamer sind keine netten Leute. Guck dir mal diesen Knolli an. Knossi. Jürgen. Das sind alles Assis. Voll Assis. Zu RTL-Niveau. Und warum sind die so beliebt? Weil RTL das so. Ja, die Leute so konditioniert hat. Ich schätze mal, in den meisten Haushalten Deutschlands hat die Super Nanny die eigentlichen Eltern ersetzt. Ist halt so. Und die Lehrer auch noch direkt. Ich glaube, ich habe mich von Anfang an nicht an die Stream-Standards gehalten. Ich habe mit 8 FPS gesendet, ich hatte ständig irgendwelche Ausfälle, Internetausfälle. Wo die Leute dann gesagt haben, hör auf zu streamen. Klaus den anderen nur Bandbreite. Ja. Bei 7 Days ist es nicht mal großartig aufgefallen.
So, und dann habe ich einfach immer weiter gestreamt. Und jetzt habe ich einen ordentlichen PC. Weil ihr an mich geglaubt habt. So, jetzt stimmt das mit den FPS, über den Rest lässt sich noch streiten. Internetverbindung weiterhin bescheiden. Und mir macht es noch mehr Spaß als vorher quasi. Ja, das kann ich so aber echt nicht unterschreiben. Wobei ich meinte letztens zu Kratze, weil kein anderer zugeguckt hat, wie so oft. Ich könnte mich ja hier beim Panzerspielen zum Beispiel auch irgendwie bisschen Tarnschminke ins Gesicht, so einen Helm aufsetzen. Das war, glaube ich, schon ganz geil. Was habe ich da letztens? Eine Queen Nano. Ich habe keine Ahnung, wie alt die ist. Die sieht aus wie 15. Aber die macht halt auch Cosplay. Und Mods dann nicht modst. Wie sagt man dazu? Doch, aufmotzen, sagt man, oder? Motzt sich dann richtig auf. Kann ich so sagen? Für den Stream. Das finde ich ganz witzig. Und gibt viele, die sowas machen, sich. Ja, so schon Roleplaying machen, wenn man so will. Taxifahrer. Oh nee. Obwohl. Also eine Idee war für mich, also eine Idee, die ich für GTA hatte, war Fahrradkurier. Aber ich weiß gar nicht, ob sowas geht. Wow. Also Pakete, kann man Pakete? Lieferungen machen? Keine Ahnung. Ich hab's ja mal probiert. Bin ja dann durch dieses Whitelisting gefallen. Imaginäre, ja. So Drogenkurier. Taxifahrer. Eine Idee.
Ein Job? Ja, weil da entwickelt sich ja eine ganz eigene Geschichte. So die Informationen, so die Gesellschaft, eine ganz eigene Gesellschaft. Man muss ja ständiger am Laufenden bleiben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal so ein Chat, ein Ding gesehen habe, wo ein Typ, wo es irgendwie um den Bürgermeister ging und der war irgendwie, scheiße. Und ging halt darum, dass der zurücktritt. Und da gab es dann so eine richtige Demo vom Rathaus, wo dann einer meinte, er würde lieber Bürgermeister werden und sie sollten alle ihn wählen. Dann standen die da alle doof rum. Oder irgendwelche Mädels. Ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Der habe ich 4, 5 Mal zugeguckt. Die ständig mit irgendwelchen anderen Tussen rumstand, weil die Typen irgendwas zu besprechen hatten. Und die das entweder nicht interessiert oder sie nicht dabei sein dürften. Keine Ahnung. Weil Männergespräche. Traust dich nicht? Dan Lee hatte mir es auch schon empfohlen. Gerade nach diesem Hype, als GTA kostenlos war über Epic Store, dann wieder doof sich das holen konnte. Ja, wäre auch geil, Zero. Dann setze dich da an die Ecke und laberst die Leute an. Oder läufst mit so einem Schild rum, die Ende ist näher. Ja, ich glaube auch, dass Streamen da so eine Möglichkeit sein könnte, mehr mit Leuten in Kontakt zu kommen. Weil auf jeden Fall hast du den Abstand. Kamera brauchst du auch nicht unbedingt, das heißt, die Leute wissen nicht unbedingt, wie du aussiehst, ob du ihrem Schönheitsideal entsprichst, ob sie dich jetzt scheiße finden sollen, nur weil du hässlich bist oder dick. Bevor sie überhaupt ein Wort von dir gehört haben, um entscheiden zu können, dass du auch noch dämlich bist.
Also all die Vorurteile fallen schon mal weg. Ja, noch besser. Wenn dir das egal ist. Aber wenn dir das halt nicht egal ist, Lauch mit Bart? Was ist ein Lauch? Oh ja. Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen schwerer. Ja, so 70. Muskeln kann man sich ja denken, wenn ich den ganzen Tag hier auf dem Stuhl sitze. Wie muskulär ich da noch bin. Oh, Chadisco, ich weiß nicht. Bitte flüstern. Ja, ich denke, ich halte ihn auch wieder aus. Bringt ja nichts. Da hat man wenigstens die Kontrolle. Technik sollte stimmen bei mir.
Das hat der Cedisco geschrieben. Ganz schön viele Wörter da jetzt einen zu finden. Privatsphäre. Yep. Yep. You are. Das will ich hören. Phantombot. Letzte Runde, Kinder. Ihr seid voll die Cracks, ich habe davon keine Ahnung. So wirklich letzte Runde, weil ich muss noch einkaufen gehen. Und kochen. Damit ich pünktlich um 10 Uhr meinen Sendebetrieb starten kann. Ich denke mal, Kratzes Vermieter ist auch endlich aufgetaucht. Katze, dann ruf den doch mal an und sag ihm, du wartest seit 12 Stunden und es wird dunkel. Du hast Angst. Kann er nicht angehen.
Also so leid es mir tut, aber der Garten hier ist Geschichte. Palme muss weg. Ich glaube, Begonien sind eher was für ein Balkonien. Mal zu B. Räumen hier noch ein bisschen auf. Mm-hmm.
alles gut.
attention to the map. Habe ich nicht gesehen, dass der. Das ist das Doofe an diesem. Real. Realistic. Ein Petabyte sind 10 Terabyte. So, Mädels. Das sind ja geile Decals. Warum habe ich da nichts von? August 15 bis August 17. Ach, das geht morgen erst los. Ne, August 13. Habe ich das denn nicht? Hundert Golden Eagles, komm. Machen wir das noch eben. Das ist ja keine Runde. Oh Mann. Ach. Nachrichten aus dem Stengert Gaming Universum. Was? WASD. Der Sound ist geil, ne? Ich wollte nicht, ich muss.
B. Full stop. This is your first training target, a boat. This boat. Cursor indicator, including a cursor showing the fire direction and turret markers showing the points at which the ship's weapons are aimed. White marker, green marker, okay. However, keep in mind that it takes time to rotate the turrets. Moreover, some of the boat's guns may not be able to reach the indicated direction or height. Hit. Here you can see exactly which parts of the enemy vehicle were struck by your shell. Fully darkened ship compartment means that all crew members in that compartment have been disabled. Ja, ohne Crew geht natürlich gar nichts. Needless to say, any watercraft can sink if its buoyancy is lost, which will happen if its hull is penetrated below the water line. The enemy is burning. The enemy ship sank. Move the cursor to the next target. For torpedo launches, cool. The ship has been torpedoed. Kann diese Meldung mal weggehen? Mit E machen wir selber. Are for and
Splendid. Splendid. It's a point. Okay, ich habe gedacht, das geht mal ganz schnell hier. Ja, Tutorial. Sea dog now. Nice. Nice. Wir haben 100 Golden Eagle verdient. So, jetzt aber. 340 habe ich jetzt. Reicht nicht, um irgendwie sowas zu kaufen. Aber eine Crew zum Beispiel noch. Eine Crew. Gut. So, dann mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, schnell einkaufen. Ja. Einkaufen. Und kochen. Und dann geht's weiter.
das weiter. Spielt einer von euch Dirt Rally zum Beispiel? Nee. Ja, morgen soll ja die A19 Stable rauskommen von 7 Days. Mal gucken, was ich nachher mache. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Es gibt hier so ein Poll und dann kann ich irgendwie so. Also ich hätte halt nicht, weil ich nicht weiß, was ich spielen will, sondern ich würde gerne ganz viele Sachen spielen. Und ja, da könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, mich für ein Spiel zu entscheiden. Schauen wir mal. Hört mal. Ja. Lola. Was los? Was los? Mick, 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 Lucy. Nee, die reden nicht. Oder? Nee. Die sagen nichts. Okay. Ja. Poll, muss ich gleich nochmal gucken. Mäusespiel. Oh ja. Das muss ich aber dann erstmal installieren und bla. Und was anderes wieder löschen musste ich gestern schon für diesen Supreme Commander und der hatte nur 8 GB. Ja, wollten wir uns das nicht bis Halloween aufbewahren? Da war irgendwas mit Mäusen, ja. Muss ich nochmal gucken. Eine Liste von Spielen gemacht, die mir geschenkt wurden. Und wer mir das geschenkt hat. Doch. Nur, wie gesagt, ich habe keine 10 Petabyte. Ich habe insgesamt jetzt 750 Gigabyte. Das ist nicht viel für Spiele und alles. Und Windows. Wenn dann allein ARC irgendwie 100 GB hat oder 130. Okay. Auf später, wenn wir uns nicht mehr sehen. Einen schönen Abend. Danke nochmal für das Abo für Chadisco. Lieber Zero. Und ja, auf später. Vielleicht. Bye bye. Bye bye. 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 Bye bye. Okay. Super.
bitte.